Quali 2 in Budapest, das ist der drittplatzierte Marco Wittmann, der Tabellenführer mit Schadensbegrenzung, der seinen BMW in die Audi Valence an der Spitze hinein katapultiert hat. Erneut schnellster der BMW-Piloten an diesem Wochenende. Vor ihm aber der schnelle Schwede Matthias Ekström, der DTM. Rentner hätte ich fast gesagt, ist er aber nicht, der ist immer noch super schnell, das hat er heute erneut bewiesen, aber lange dabei ist er allemal. Edo Matara hält die Titelchancen in jedem Fall offen, 14 Punkte der Abstand auf Tabellenführer Marco Wittmann, aber mit dieser Ausgangsposition von der Pole geht er gleich in das zweite Rennen in Ungarn.